Willkommen bei die Insel Pharos. Das Heptastadion war ein brückenähnlicher Damm, der die Insel Pharos mit dem Festland von Alexandria verband. Der Name setzt sich zusammen aus dem griechischen Wort Hepta für sieben und dem Wort Stadion, eine Maßeinheit, die etwa 180 Metern entspricht. Da das Bauwerk den großen Hafen im Osten und den Hafen von Onostos im Westen trennen würde, versah man es mit Durchfahrtskanälen an jedem Ende. Durch die Kanäle konnte man von einem Hafen zum anderen gelangen. Der Damm schuf nicht nur getrennte Häfen für die Schifffahrt von Militär und Handel, sondern diente auch als wichtigstes Aquädukt für die Bewohner der Insel. Nicht zuletzt schützte er die Insel und die Häfen vor den rauen Seewinden und starken Strömungen. Am Ende der Antike war das Heptastadion schließlich unter unzähligen Sedimentschichten aus Lehm und Erde verschwunden. Neben dem berühmten und gefeierten Serapeum standen innerhalb der Mauern Alexandrias noch unzählige andere Tempel. Die meisten dieser Bauten haben die Zeit nicht überdauert und es ist unmöglich zu sagen, wie viele es ursprünglich gab. In alten Papyri fanden sich jedoch wenigstens zu einigen dieser Tempel wichtige Hinweise auf ihren damaligen Standort. Sowohl Papyri als auch Münzen erzählen von zahlreichen Göttertempeln. Poseidon, der Gott des Meeres, hatte im Westen dieser Insel und auf dem Festland Tempel zu seinen Ehren. Der Tempel neben dir ist der Isis Pharia geweiht, der heiligen Schutzgottheit des Leuchtturms. Dort fand jedes Jahr im April das Fest der Sacrum Pharia statt, mit der man das wichtige Bauwerk ehrte. In ihrer Gestalt als Isis Fortuna trägt die Göttin ein Ruder und ein Füllhorn, beides Glückssymbole der Seefahrer. Der Leuchtturm von Alexandria wurde zu den sieben Weltwundern der Antike gezählt und war daher der ganze Stolz der Einwohner der Stadt. Die Arbeiten begannen unter Ptolemäus dem I. Unter der Herrschaft seines Sohnes wurde der Bau 15 Jahre später vollendet. Nach Abschluss der Arbeiten weihte man den Leuchtturm den Göttern und bat sie um Beistand für alle Seefahrer. Der auf der Insel Pharos stehende Turm bestand aus drei Etagen, die stufenförmig aufeinander gesetzt wurden. Die zweite Etage war ein achteckiger Turm, die oberste Etage ein von einer Statue gekrönter Zylinder. Im Inneren fand sich Platz für Unterkünfte und eine Rampe für den Transport von Brennstoff in die oberen Etagen.
Der Pharos, unverzichtbar für das sichere Navigieren, war ein voll funktionsfähiger Leuchtturm. Sein Feuer soll bis zu 50 Kilometer weit sichtbar gewesen sein. Unklar bleibt, welcher Brennstoff oder wie viel davon verwendet wurde. Wie der Leuchtturm funktionierte, bleibt ein Geheimnis. Mehrere Jahrhunderte gehörte der Pharos zu den höchsten von Menschen errichteten Gebäuden. Er maß bis zur Spitze 110 Meter. Zum Vergleich, die Pyramide von Gizeh war etwa 140 Meter hoch. Das Gebäude wurde nach und nach durch Erdbeben zerstört und schließlich im Jahr 1480 mit einer Festung überbaut. Bei Ausgrabungen auf dem Meeresboden fand man zahlreiche Steinblöcke des alten Gebäudes. Willkommen bei Das Museum von Alexandria. Der Bau des Museums wurde von Ptolemäus I. in Auftrag gegeben, um der Akademie von Athen den Rang als intellektuelles Zentrum abzulaufen. Das Museum war den neun Musen der Inspiration gewidmet und wurde bald zum Zentrum für Philosophie und Wissenschaft. Gelehrte aus aller Herren Länder trafen sich hier, um ihr Wissen um Literatur, Naturwissenschaft und Geographie zu teilen. Das Museum wurde geschaffen, um freies Denken, den Austausch von Argumenten und die Weitergabe von Wissen zu befördern. Um einen zentralen Innenhof gruppierten sich Hörsäle und Seminarräume. In den ausgedehnten Gärten wuchsen exotische Pflanzen, die dem Studium von Kräutern und Arzneien dienten. Der Zoo ermöglichte die Erforschung verschiedenster Tierarten. Zu den größten Attraktionen des Museums zählte das Sternenobservatorium. Der Arzt und Anatom Herophilos verbrachte den Großteil seines Lebens in Alexandria. Wegen der toleranten Einstellung der Stadt konnte er im Laufe seiner Karriere zahlreiche Obduktionen durchführen. Neben vielen anderen Dingen entdeckte er, dass das Gehirn das Zentrum des menschlichen Nervensystems bildet. Er fertigte zudem Zeichnungen des Blutkreislaufs an und maß den Puls mit Hilfe einer Wasseruhr. Angetrieben von seinem unstillbaren Wissensdurst soll er über 600 Vivisektionen an Strafgefangenen durchgeführt haben. Die Regierung bot den Gelehrten freie Kost und Logis im Museum, damit sie sich voll und ganz auf ihre Forschungen konzentrieren konnten. Dank dieser Freiheiten konnten sich die Gelehrten Alexandrias sowohl intellektuell als auch spirituell ungestört entfalten. Obwohl vom ursprünglichen Museum nichts erhalten blieb, lebt es heute in unseren modernen Museen weiter.
Willkommen bei Römische Castra. Die Größe eines römischen Militärlagers, Castrum genannt, variierte enorm, je nachdem, wie viele Soldaten untergebracht werden mussten. Sie alle teilten jedoch gemeinsame Merkmale bei Planung und Konstruktion, wie dieses Fort vor dir, das am Kap Chersonesos gelegen ist. Die Forts waren rechteckig und wurden durch Schutzwälle und ein Grabensystem befestigt. Die Mauern waren mit Brüstungen verstärkt, im Prinzip einer Verlängerung der Dachlinie, die auch Schutzwall für patrouillierende Soldaten war. Je nach Materialverfügbarkeit wurden Forts aus Stein, Holz, Torfstapeln und, insbesondere im östlichen Teil des Reiches, aus gebrannten Ziegeln gebaut. Zugangstore an allen vier Seiten waren jeweils von Wachtürmen flankiert. Der kommandierende Offizier befand sich in der Mitte des Lagers und hatte freie Sicht auf die Truppen und das Haupttor. Neben Schlafbaracken für die Soldaten verfügte das Fort auch über einen Getreidespeicher mit Rationen für ein Jahr oder länger. Für die Gesundheitspflege der Soldaten war jedes Lager mit medizinischem Personal und einem Hospital ausgestattet. Eine saubere Wasserversorgung mit Leitungen für ein Badehaus und Latrinen wurde in den Bau jeder Festung einbezogen. Willkommen bei Kreuzigung. Die Kreuzigung war die härteste Leibesstrafe, die die römische Rechtsprechung vorsah, gefolgt vom Tod auf dem Scheiterhaufen und der Enthauptung. Die Kreuzigung galt als eine besonders demütigende Art der Hinrichtung. Angehörigen der Oberschicht und römischen Staatsbürgern blieb dieser Tod daher meist erspart. Die Kreuzigungen waren ein beliebtes öffentliches Spektakel für das gemeine Volk. Für Kreuzigungen brauchte man, anders als für die Spiele in der Arena, keine aufwendigen Vorbereitungen zu treffen. Zum Tod am Kreuz wurden vor allem Sklaven, Verräter und Angehörige der Unterschicht verurteilt. Deserteuren drohte die Kreuzigung, weil der Verrat eines Soldaten als Gefährdung des Lebens eines jeden römischen Bürgers angesehen wurde. Vor unserer Zeit schlug die römische Armee in Italia einen großen Sklavenaufstand nieder. In der Folge kreuzigte man 6000 Männer, unter ihnen auch ihren Anführer, einen Sklaven und ehemaligen Gladiator namens Spartacus.
Willkommen bei Römische Aquädukte. Das Wassermanagement wurde von den Römern sehr ernst genommen. Die Kyrenaika profitierte durch die Errichtung von Aquädukten und Kanälen enorm von der römischen Verwaltung. Die Wasserquelle variierte je nach Standort. Viele Aquädukte lagen am Fuße eines Berges, da Schmelzwasser den Wasserfluss begünstigte. Die Möglichkeit, Wasser über längere Strecken zu transportieren, erhöhte die landwirtschaftliche Produktivität. Einige Aquädukte sollen über 7 Kilometer lang gewesen sein. Während sich die Griechen Libyens auf Oliven und Feigen konzentrierten, die weniger Wasser benötigten, brachten die römischen Aquädukte eine größere Vielfalt im Anbau mit sich. Der Wasserverbrauch wurde streng reguliert. Die Methoden der Ingenieure beim Bau von Aquädukten wurden ständig erweitert, wobei der Fokus auf der Ausbeutung der örtlichen Umgebung lag. Materialien, Wasserverbrauch, Säuberungsregularien und ein tiefes Verständnis davon, wie man die Schwerkraft nutzen konnte, waren wichtige Aspekte. Mehrere Festungen wurden gebaut, um die Aquädukte, Becken und Zisternen zu schützen. Wasser wurde auch über Brunnen und Zisternen gewonnen. Aber Aquädukte waren die Hauptquelle für Trinkwasser. Das Wasser wurde entsprechend der Bedürfnisse der gesamten Stadt verteilt. Individuelle Wünsche standen an zweiter Stelle. Fast alle Aquädukte mündeten in Brunnen. Das Wasser wurde weitergeleitet, um die Straßen zu reinigen, Badehäuser und Latrinen zu versorgen und generell zur Hygiene der Stadt der Kyrenaika beizutragen. Willkommen bei Militäranlagen in der Kyrenaika.
Die Kyrenaika war eine libysche Region unter römischer Kontrolle, ein Geschenk von Kleopatras Vorfahren an Rom. Im 19. Jahrhundert unserer Zeit wurden im Südwesten der Kyrenaika die Überreste und Fundamente antiker Befestigungen entdeckt. Weiter fand man eine römische Garnison aus dem 1. Jahrhundert unserer Zeit. Diese Forts waren libyschen Ursprungs und wurden von römischen Ingenieuren wieder aufgebaut und modifiziert, als die Kyrenaika Teil des Reiches war. Stein war das am häufigsten verwendete Material beim Bau von Forts in Ägypten und der Kyrenaika. Es gibt keinen Beweis dafür, dass eine Festung wie die vor dir in dieser Region entdeckt wurde. Trotzdem wollte das Team den Spielern eine solche als würdige und ehrfurchtgebietende Herausforderung bieten. Die Forts der Kyrenaika sollten verhindern, dass Invasoren Zugang zu der Hauptroute erhielten, die zu den 5 wichtigsten Städten des Landes führte. Diese Forts wurden in der Nähe von Küstenebenen und Wüsten zur zusätzlichen Verteidigung gebaut. 3 dieser Städte wurden vom Team nachgebaut: Balagre, Apollonia und Kyrene. Hätte es existiert, hätte das vor dir liegende Fort die Straße nach Balagre geschützt. Abgesehen von einem Angriff um 404 unserer Zeit und einer militärischen Reorganisation durch Kaiser Justinian im 6. Jahrhundert unserer Zeit, wissen wir noch wenig über die römische Militärpräsenz in der Kyrenaika.